Im Chinesischen gibt es diesen Begriff für Krise und der bedeutet gleichzeitig auch Chance. Also das heißt, wir haben wirklich in einem psychologischen Konstrukt beide Seiten drin. Wir können einerseits daran zerbrechen, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Und auf der anderen Seite kann es uns aber auch absolut erheben. Es gibt in der Psychologie dieses Konstrukt des posttraumatischen Wachstums. Das ist leider nicht so bekannt wie das posttraumatische Belastungsstörung. Und eigentlich ist das in der positiven Psychologie schon zum Beispiel viel größer erforscht auch, dass eine Krise immer auch einen posttraumatischen Wachstum mitbringen kann. Also, ich möchte da so ein bisschen von diesem defizitorientierten weg hin zu dem, was können wir daraus lernen? Weil wir haben in jedem Moment die freie Wahl, wie wir mit den Dingen, die wir erfahren, umgehen.